Servus und herzlich willkommen auf der No Man's Land. Also, Düngen ist fertig. Ich habe noch den letzten Rest von den einem Big Bag holen müssen. Ich habe gerade was gesehen, das mache ich gleich weg. Wenn ich schon hier bin, nehme ich das gleich mit. Und ja, es hat eigentlich alles funktioniert jetzt, bis auf die Sojabohnen. Raps hat super funktioniert. Weizen hat auch funktioniert. Ich glaube, Sojabohnen muss man zuerst düngen und dann anbauen. Das denke ich mir. Schreibt mir eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gut. Bauen wir gleich einmal um. So, und wenn wir schon dabei sind, reparieren, konfigurieren. Standard, naja, zu breit. Ja, nein. Ja, nehmen wir die. Passt. Schaut gut aus. Und der ist natürlich stark genug, um die Fastbait zu ziehen. Den hänge ich gleich mal an. Und ja, was soll ich sagen? Dann geht's weiter. Mit dem Ballen sammeln. Und ja, es ist jede Menge zum Insammeln. Und ich habe mir auch überlegt, dass was momentan im Lager ist an Silageballen, lasse ich auch im Lager für schlechtere Zeiten sind Einhänger. Einhänger tun nicht viel. Gut, ja, schön Kohle gibt es sicher, aber ich muss es hier nicht unbedingt verkaufen. Wie gesagt, wenn einmal der Preis wirklich wieder mal wunderbar ist, was es sicher wird, so komme ich da drauf, ja. Ja. Lass ich das einfach mal dort drinnen. Es sollte ich keine Zeit haben zu mähen und der Preis gut ist und dann oder der Preis gut sein sollte, muss ich sagen, kann ich das ohne Probleme verkaufen. So, gut. Ich spule mal nach vorne. Na gut, ihr seht das Ganze natürlich, was ich hier mache. Und wenn ich die ganzen Ballen verkauft habe, geht's weiter. Zu Ruhe. Ja, Silage. Okay. Fahrzeugshop-Körner. 628. Guter Preis, muss man ehrlich sagen. Upsala. Was für ein Brech wieder zusammen. Der gefällt mir gut. Hat nämlich auch genauso viel PS wie der vorherige. Und ja.
passt. Gut, das war's dann. Ich spule dann mal. Das hat jetzt ein wenig gedauert, aber das Feld ist jetzt einmal so weit fertig. Ich lade das mal noch schnell ab. Ach, da ja, passt. Gut, das arbeitet schon lässig, das hat das Ganze dann. Weiter im Text. Ja. Nämlich Linien. So, ich will auf jeden Fall der Rasmin. Hier auf jeden Fall unten und vor allem auch schauen, wie sich das Ganze auch ändert. Beziehungsweise wie es ausschaut in puncto Ertrag. Gut, dann fange ich gleich einmal hier an. Mit dem Pressen mache ich das gleiche. Gut, da kann ich gleich so an. Oh, grün. Ja, hier ändert sich das Ganze natürlich wieder. Aber ich fange auch einmal hier. Schaut nicht einmal so schlecht aus, die ganze Menge, was hier liegt. Irgendwie bin ich gespannt. Vor allem hier, wo das Ganze grün ist. Na, passt. Der Tag schaut einmal gut aus. Was immer so. Ich glaube nicht, dass das so doch ist, dann passt. So. Die Behälter kann ich keinen einschalten. Oder? Ich funktioniere sogar mit Hilfe. Ist das genial. Das kann ich. Damit einfach mit dem Hilfe. Schaut gut aus. Schaut wirklich gut aus. Also ich tue jetzt wirklich nichts. Mit rein oder? Helfermäßig. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Das heißt, ich kann wieder Bossbell kommen. Aber ich hänge dann noch ein bisschen Gewicht dran. Schaut einfach besser aus. So, was ist das? Schaut ja gut aus. Aus der Chromausbruch. Ha! Genial! So.
Schauen wir mal. Ja, also 6 km/h mit der Fastball, also kommt da ganz schön eine riesige Menge raus. Ah, oh, wieso führt die zurück? Oh, wow. Also, man merkt richtig, da kommt ganz schön was raus. Weil die Fastball richtet sich ja danach, wie viel das liegt. Und wenn ich so wirklich so langsam fahre, liegt jede Menge. Ja, passt. Und ich muss jetzt mal nach mehr suchen. Mal schauen. Ja. Ich glaube, ich fahre zumindest eine Runde. Hier so eine Runde. Nichts genutzt. So. Also da kommt wirklich jede Menge raus. Das freut mich. So. Wow, alles grün. Ja, hier geht es momentan Zug um Zug. Ah, das gefällt mir. Ja, langsam fahren ist gut, oder kommt viel raus. Hab ich schon mal gesagt, oder? So. Beende mal das Video. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Wir gehen ein bisschen pressen. Und natürlich auch mähen. Ich danke mir recht herzlich einmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.